Hallo, schön, dass du bei mir vorbeischaust. Ich bin die Steffi von Stempelbienchen. Heute habe ich für dich eine kleine Verpackung, beziehungsweise das ist jetzt mein Prototyp, wie ich den jetzt gebastelt habe und mit was vor allem, zeige ich dir gleich. Also wie gesagt, das ist mein Prototyp. Das ist diese Verpackung hier. Da passt doch ordentlich was rein. Die kannst du in drei Größen basteln. Ich habe jetzt hier die größte gemacht. Und was du dazu jetzt brauchst, zeige ich dir. Und zwar habe ich heute das Produktpaket Farbenfroh durchs Jahr verwendet oder möchte es noch verwenden. Wie gesagt, die hier ist jetzt nicht dekoriert. Ich wollte nur mal schauen, ob das so funktioniert. Und die Verpackung ist gemacht aus diesem Rahmen hier. Deswegen sage ich, du kannst drei verschiedene Größen machen. Das ist jetzt der größte Rahmen. Und dann gibt es hier noch zwei Rahmen. Und wie du das jetzt machst, zeige ich dir. Ah ja. Das Stempelset, also beziehungsweise das Produktpaket, ist nur vom 1. August bis zum 31. August erhältlich, danach nicht mehr. Und wie schon mehrmals erwähnt, finde ich diese Rahmen sehr, sehr schön. Und ich habe mir damals vor kurzem mal überlegt, was kannst du noch Schönes mit dem Rahmen machen. Bestimmt kannst du auch mal mit dem Produktpaket auch eine schöne Verpackung machen. Und dies ist dabei herausgekommen. Was brauchst du jetzt für die Verpackung zu machen? Also, wie gesagt, ich habe mich jetzt für den größten Rahmen entschieden. Dann benötigst du, ich habe jetzt schon vorher ausgestanzt, damit das Video nicht schon wieder so lang wird, viermal dieses ausgestanzte Teil. 2, 3, 4. Und dann zwei Stücke Designerpapier in 8 x 8,5 cm. Ich habe jetzt hier besonderes Designerpapier genommen, weil das mir fest ist. Und das Designerpapier heißt, ich meine, geteilte Leidenschaft. Genau, besonderes Designerpapier, geteiltes Leidenschaft heißt das. Weil du musst ja schon ein bisschen mehr Stabilität rein haben. Deswegen ist das normale wahrscheinlich zu schwach. So. Jetzt habe ich mir das viermal ausgestanzt mit dem, habe mir die zwei Quadrate zurechtgeschnitten und jetzt müssen wir noch ein bisschen falzen. Und zwar, die zwei habe ich schon, gehe ich hin, nehme mir das Schneidbrett, nehme mir jetzt das untere, also ich lege mir das jetzt so rum, dass die Innenseite nach oben zeigt. Und leg mir das hier unten so hin, ich nehme dich mal ein bisschen ran. So. Legst es so hin, dass diese rechte Seite hier hinten an der 3 cm Falzlinie oder an der 3 cm Linie liegt. Mit der, hier mit der Spitze von dem Bogen. Natürlich musst du jetzt auch schauen, dass hier unten gerade liegt. Also hier. Die Außenstände sind ein bisschen nach außen, wie hier die Spitze. Deswegen darf die Spitze hier unten nicht anliegen. Du musst schauen, dass gerade ist. Hier bei 3 cm. Und dann ziehst du da die Falz. Und das machst du bei allen vier. Und zusätzlich bei zwei ziehst du hier innen noch eine Falz, weil das muss, dann geht das nachher leichter beim Zusammenbauen. Da legst du die jetzt schön in die Mitte. Da lege ich mir das so hin. Da muss das Papier wieder rumdrehen, dass die Außenseite nach vorne schaut. Und dann lege ich mir das so hin, dass ich hier oben an der ersten Linie oben dran liege und schaue, dass meine, dass die Ecke, die zwei Ecken genau an der dritten Linie dann anliegen, dass die so schön in den Ecken liegen. Dann hast du nämlich ungefähr die Mitte
und machst da so einen kleinen Strich rein. So. Und bei 2, da brauchst du nur hier unten die Falzlinie zu ziehen. Hier habe ich schon vorgefalzt. So, nehmen wir das Ganze nochmal raus. Und jetzt geht es schon an Zusammenbauen. Und zwar habe ich jetzt die untersten Falz, die knicke ich jetzt nach innen. Hier nehme ich jetzt mein Falzbein. So. Und das hier noch. So. Jetzt nehme ich natürlich auch ein Designerpapier. Jetzt bin ich am Überlegen. Das hole ich nach außen. Jetzt hast du eine längere und eine kürzere Seite. An die längere Seite fängst du jetzt mit an und klebst das erste Teil. Machst du hier entweder Tom, ich mache jetzt am liebsten Tombo drauf, dann hast du noch eine Chance für ein bisschen zu rutschen. Mach hier unten Tombo jetzt drauf. So. Und leg das schön. So. Schön hier die Kante anlegen. Dass die Kante auf Kante, Ecke auf Ecke liegt. So. Schön hier anlegen. Andrücken. Und schauen, dass das nicht über den Rand hinausgeht. Dann hast du schon die erste Seite fertig. Dann nehmen wir uns die zweite, machen uns da wieder Kleber, etwas Kleber drauf und setzen die hier auf die gegenüberliegende Seite. Setzen uns die jetzt da an. Auch schauen, dass da Kante auf Kante ist. So. Auch andrücken. Dasselbe machen wir jetzt. Stopp! Ja, du solltest vielleicht drauf achten. Mein Fehler, ist aber nicht schlimm, dass du jetzt die zwei Teile nimmst, die hier oben nicht eingefalzt sind. Schauen, dass du das richtig rumdrehst, dass an der kürzeren Seite die Seitenteile hinkommen. Ja. Sieht das schon mal einheitlich aus. Und dann knicken wir uns hier die Seiten leicht ein und schauen mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das jetzt so hier vorstelle. Weil nachher kleben wir auch noch ein bisschen. Du kannst das natürlich nachher auch so lassen. Also wenn du das erste Mal geknickt hast, bis dahin ist ein bisschen friemelig. Aber es funktioniert so. Dann hast natürlich hier die Seiten ein bisschen, hier drückst du nachher noch ein bisschen rein. So. So sieht die jetzt im Groben aus. Wenn du nachher ein bisschen zusammenklebst, dann drücken die Seiten nachher auch nicht mehr so raus. Ich hatte hier schon überlegt gehabt, hier mit einem Band draußen rum zu gehen, aber ja, dann ist mir eingefallen, ich habe hier die tollen Büroklammern. Das wird dann nachher mein Verschluss und deswegen habe ich das jetzt einfach, lasse ich die Löcher weg.
Die habe ich einfach mit einem Locher gemacht oder mit der Handstanze, kannst das auch machen, was du gerade da hast. Aber mit dem Band gefiel mir das nicht so gut und hier die Klammer ist ja noch ein bisschen dekorativ. Und dann brauchen wir das nur ein bisschen zusammenzukleben. Schau mir, wie es am besten mir gefällt. So. Schau auch, dass ein bisschen hier so ganz hundertprozentig bekommst du das hier nicht übereinander, aber so in etwa, dass die Schwingungen hier zusammen sind. Ich mache immer nur hier oben, wo die Rundungen sind. Das andere fügt sich dann zusammen. Da mache ich jetzt einfach ein bisschen Haftstreifen hin. Also ich mache jetzt einmal hier los. Ich und das ist meine Pieknadel, die auch schon wieder Beine bekommen. Nehme ich meine Schere hinterher. So, jetzt klebe ich die so aneinander. So, dann hält die, hat die ein bisschen Halt, aber kann sich noch frei bewegen. Jetzt brauchst du nur noch ein bisschen zusammenzudrücken. So, und schon hast du deine kleine süße Verpackung fertig. Klar, war es jetzt natürlich hier ein bisschen überstehen, aber ich muss ehrlich sagen, das stört mich jetzt gar nicht weiter. So weiter. Das hast du natürlich, siehst du das jetzt bei Designerpapier ein bisschen mehr. Aber ehrlich gesagt stört das mich jetzt gar nicht, weil ja, warum? Eine selbst entworfene Geschenkverpackung. Mach ich mal hier oben ein Spängchen rein und so hast du schon deine Verpackung fertig. Die muss noch ein bisschen reingedrückt werden. Ja, das sind so alles so Feinheiten, die du noch machen kannst. Die musst du ein bisschen reindrücken hier. So. Und dann kannst du dir natürlich die schönere Seite dir aussuchen. Ich glaube, ich nehme diese Seite. Wenn du mich jetzt hier aufmachst, hast du eine sehr große, schöne Verpackung. So, oder du kannst natürlich auch anders verschließen. Ich mache das jetzt einfach halber mit der Klammer. So, so hast du dann deine Verpackung fertig. Und die Deko habe ich jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet, damit das Video nicht zu lange wird. Da nehme ich zum einen unser Zierdeckchen im Perlmutterglanz. Dann habe ich mir einen Kreis ausgestanzt mit den lagenweise Kreise. Das habe ich mir vorgestellt, dass ich mir den jetzt da drauf mache. Dafür verwende ich jetzt auch den Flüssigkleber. Braucht er nicht viel. Nur ein wenig, damit das auch hängen bleibt oder kleben bleibt besser. Ohne dass das immer alles auseinanderfällt. Dass man den direkt mittig drauf setzt.
Dann habe ich mir ein Fähnchen hergenommen, selbst ausgeschnitten. Ich meine, das hat 2,5 cm. Ja, 2,5 cm rechts und links einfach eingeschnitten. Und den Spruch habe ich aus dem Stempelset Farbenfotos von Herzen. Und bevor ich den jetzt hier so mittig drauf klebe, werde ich mir hier noch das wir haben doch hier keine Paletten, dieses goldene Band, nennt man sich das denn? Paletten. Doch, Palettenband, nicht Paletten, sondern Palettenband. In Gold habe ich hier, wollte ich das hernehmen, passt gut zu der Klammer. Das tacker ich mir jetzt hier fest. Und zwar schön mittig. So sieht es besser aus. So, jetzt habe ich das einmal festgetackert. Und dann kann ich mir hier auf der Delle ein bisschen Kleber draufsetzen. Und lasse das so drüber schweben. Festmachen. Und da es mir dann noch ein bisschen zu leer aussah, habe ich mir jetzt noch zwei Blümchen ausgestempelt, oder ausgestanzt. Und zwar aus dem Stempelset Teezeit. Ich wollte sagen, das und das ist farbenfroh. Hatte ich gerade eben wahrscheinlich aus Versehen das Stempelset Teezeit mit dabei gehabt. Also da habe ich jetzt die zwei kleinen Blümchen ausgestanzt, die klebe ich mir jetzt, knicke ich mir ein bisschen nach oben, beide, eine setze ich mit dem Glue dort fest. Jetzt bin ich mal überlegen, wo ich die jetzt hinsetzen soll. Die zweite hole ich mir ein Mini-Dimensional. Wo bestehen denn? Also da. Und wo habe ich jetzt meine zweite Blümchen? Oh nein. Wo bist du hin? Wo bist du? Blümchen. Put, 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 put. Immer alles so, so schnell machen möchte. So. Bevor ich das damit festmache, mache ich hier noch so ein Mini-Dimensional mal hin. Das da dran fest. Setze das zweite Blümchen hier hin. Und dann nehme ich mir noch ein drittes. Und zwar gibt es in der Reihe geteilte Leidenschaft auch noch so ein Accessoire-Böckschen. Und da sind so silberne, selbstklebende Blümchen drin. Diese. Die setze ich mir jetzt auch noch da unten hin. Und dann habe ich bis auf ein bisschen Steinchen meine Deko schon fertig.
oder meine Verpackung besser gesagt. So. Setze ich ein bisschen hier unten. Setze ich ein bisschen hier unten drunter so. So, sieht es jetzt bis jetzt aus. Nehme ich mir noch zwei weiße Perlchen und setze die einfach hier noch in die Mitte. So. Und schon ist unsere Deko auch fertig. Weil ich habe mir das jetzt hier so ausgesucht, weil das Deckchen passt genau hier oben in die Rundungen rein, in die große. Und dann hat man es auch noch in einem Zug auch noch schön dekoriert. So sieht es jetzt aus. Von hinten. Klar, das steht jetzt ein bisschen hier raus. Also mich stört das jetzt weiter so nicht. Ja, vielleicht hast du ja eine bessere Idee, wie man das vielleicht machen könnte. Vielleicht solltest du, ich bin am Überlegen, die Papiere doch 8,5 mal 8,5 machen. Aber dann hast du wieder ein bisschen hier. Vielleicht habe ich auch nicht richtig geklebt. Ja, aber wer guckt denn schon so von hier unten auf den Boden? Die meisten gucken doch so und ich finde, da sieht die Verpackung eigentlich ganz gut aus. Hoppala, also wenn du dann die Klammer abmachst, kannst du das auch wieder verwenden. Und ja, hier passt auch ordentlich was rein. Und somit ist mein Projekt für diese Woche schon wieder erledigt. Weil ich wollte dir mal zeigen, dass man mit dem schönen Z-Farbenfotos ja nicht nur Karten machen kann, sondern auch schöne kleine Verpackungen. Ja, kannst du mir mal schreiben, was du davon hältst oder vielleicht, wie man sie vielleicht besser machen könnte mit dem Boden unten her. Aber ich hoffe, ich konnte jetzt eine kleine Anregung dafür geben. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Bleibt gesund und dann sehen wir uns spätestens am nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.